Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Night of the Dead. Ich habe in den Kommentaren den Hinweis bekommen, wenn ich einen Non-Dedicated Server im Multiplayer-Modus hoste, dass ich mir einen Charakter auswählen kann. Das habe ich jetzt auch einfach mal gemacht. Jetzt bin ich dieser nette Herr hier vorne. Wir spielen auf der Schwierigkeitsstufe Hard, nachdem wir jetzt auf der Schwierigkeitsstufe Legend in der letzten Folge, also gestern, ordentlich auf die Nase bekommen haben. Haben wir jetzt hier einfach nochmal von vorne angefangen und schauen mal, wie weit wir kommen. Ich habe nur irgendwie schon wieder den Eindruck, bin ich wieder an der gleichen Startposition? Nein, diesmal bin ich, hier unten bei der Fabrik. Gut, dann würde ich sagen, legen wir jetzt direkt mal los. Ich werde jetzt hier in der ersten Folge am besten gar nichts schneiden und auch keinen großartigen Turbo-Modus reinbauen. Ich werde jetzt mal gucken, dass wir jetzt eine kleine Base irgendwo aufbauen, dass wir die erste Horde überstehen. Und dann würde ich schon gerne, wie eigentlich ja in der letzten Folge angekündigt, den Lootrun für die Katana machen. Und zwar muss ich jetzt gleich nochmal auf die Map gucken, wo wir hier gespawnt sind. Und werde dann mein Plätzchen raussuchen, wo wir die Katana bekommen, dass wir dann vielleicht schon in der ersten Nacht die Katana in der Hand haben. Das wäre natürlich ein Traum. Ansonsten gibt's da eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Ich werde das ein bisschen aufteilen, dass wir jetzt halt die erste Folge, wie gesagt, Base bauen, zweite Folge Loot ran und dann wahrscheinlich erst in der dritten Folge die erste Hordenacht haben. Irgendwie so wird das Ganze ablaufen. Gut, so, dann gucken wir mal, ein paar Äste zusammensammeln. Und jetzt hat er hier auch schon die erste Quest. So, dann gucken wir mal. Wir brauchen eine Axt, bauen wir eine Spitzhacke, bauen wir auch. Und ja, waffentechnisch kannst du ja überhaupt nichts bauen. Packen wir die Axt auf die 7, die Spitzhacke auf die 8 und wenn wir schon dabei sind, holen wir uns noch den Hammer auf die 6. Dann sind wir da schon wieder auf Stand wie immer. Dann loote ich hier nochmal ein bisschen durch mit meinem Messerchen. Und dann gucken wir mal, aber es sieht auf jeden Fall wesentlich entspannter aus. Da hinten steht ein einzelner Zombie rum. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt, dass es sowas überhaupt noch gibt. Ich werde auch jetzt spaßeshalber gleich einfach mal auf den drauf springen und mal gucken, ob wir den mit dem Messer kaputt kriegen. Nach den ganzen Übungseinsätzen hier jetzt in der Legend-Staffel gehe ich mal davon aus, dass der relativ einfach zu besiegen sein sollte. Das noch mit, da vorne ist wild. Ne, es ist tatsächlich nur der eine Zombie. Gut, dann looten wir hier den Weg dahin frei und dann holen wir uns den. Mal gucken, ob das funktioniert und wie die Schwierigkeit überhaupt so ist. Okay, der rennt da noch ein bisschen rum. Dann looten wir hier noch. Da vorne ist die Fabrik. Ich werde gleich mal auf der Map gucken von dem Link. Den Link werde ich jetzt übrigens auch diese Folge in die Artikelbeschreibung reinstecken, so dass ihr das auch mal nachverfolgen könnt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für das Kommentar. Und dann könnt ihr euch das Ganze selber mal angucken. Da steht eine ganze Menge drauf auf der Seite. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mir das in der Tiefe anzuschauen. Aber der erste Eindruck ist für mich auf jeden Fall schon mal so weit gut genug, dass ich sagen kann, okay, das kann ich hier anpreisen und kann den Link auch gerne weiterleiten. So, dann gucken wir mal. Okay. Wir kriegen auf jeden Fall nicht mehr ganz so viel Schaden. Das ist schon mal eine gute Sache. So, komm mal ran hier, Kollege. Ja, alles ist gut. Hup. Aber die halten doch noch gut was aus, aber nicht mehr ganz so viel. Also ich würde sagen, wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Chance, hier auch was zu reißen bei den Lootruns. Dann sollte das auch funktionieren, dass wir heute definitiv den ersten Lootrun, beziehungsweise am heutigen Ingame-Tag, den ersten Lootrun schon mal machen. So, dich schnetzel ich auch gerade noch weg. Aua. Ja, das tut ja verhältnismäßig fast gar nicht weh, was du mir da gibst. Gehen wir mal ein bisschen weg, bevor wir noch mehr Agro ziehen hier. Oh, ja gut, das ist verhältnismäßig tatsächlich eine ganze Ecke leichter. Okay, jetzt ist nur die große Frage, wo stellen wir denn hier mal unsere Base hin? Ich habe bisher immer das Glück gehabt, dass ich an dieselbe Stelle gespawnt bin, wobei wir könnten auch jetzt wieder an dieselbe Stelle laufen. Weil so weit, ja, wobei doch, ja, da wär's, ne?
Ja, komm, dann bewegen wir uns mal in diese Richtung. Machen wir ja quasi eh schon. Und dann bauen wir die Base doch an die Stelle. Ich finde die Location einfach Bombe. Ja, andere bauen das gerne so in die Stadt, habe ich mitbekommen. Wo man dann von mehreren Seiten geschützt ist. Ich persönlich sehe da jetzt nicht so wirklich den Sinn drin. Weil wenn du die Base vernünftig baust, bist du so, dass die eh nur einen Gang haben. Ist ja alles gut. Also schauen wir mal. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum ich in Legend nur bis zur 7. Nacht gekommen bin. Schauen wir mal. So, gucken wir mal. Die Quest sagt, ich soll mal hier so einen Baum umhacken. Was machen wir? Baum weghacken. Bin es gar nicht mehr gewohnt, so frei irgendwelche Autos zu dürfen. Das ist schon ganz gut. So, Baum ist weg. Achso, jetzt will er Fundamente von mir. Ups. Nee, auch da will er nichts. Hier, jetzt kriege ich was. Bums. So, dann haben wir den auch. Looten wir hier gerade noch weg und dann gucken wir mal nach einer ordentlichen Base-Location. Denke, wie viel Stofffetzen? Na gut, Stofffetzen könnten wir tatsächlich noch ein paar gebrauchen. Dass wir hier zumindest noch mal ein paar Fallen am Anfang setzen können, ne? Ja, die dicken LKWs gingen ja nicht. Bis dann. Ne. Hier ist noch eine Kiste. Gut, dann werde ich jetzt einen kurzen Cut machen und werde mal schnell gucken, wo wir unsere Base aufstellen. Also, das ist tatsächlich hier unten gar nicht so einfach. Wir werden das so machen, dass ich jetzt hier einfach mal ein bisschen in die Stadt reinrenne. Und dann müssten wir relativ zügig zur Schule kommen. Und ich denke mal, dass wir da einfach mal einen Versuch starten werden. Bei der Schule was aufzubauen. Oh, guck mal, da steht ein Zombie in der Scheune drin. Und zwar, na, laufen wir hier noch ein bisschen weiter. Hier gibt es einen Stofffetzen, den nehmen wir noch mit. Einzelne Häuser. Wir sind genau oberhalb von der Fabrik. Okay, perfekt. Wir laufen einfach Richtung Norden. Muss mich erstmal orientieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt überhaupt gar nicht mit oder rausbekommen, wo wir sind. Jetzt habe ich es aber. So, wir laufen in diese Richtung und das mit der Schule, die Annahme eben war tatsächlich richtig. Wenn wir hier hochlaufen, müssten wir da gleich irgendwie hinkommen. Nehmen wir unterwegs noch ein bisschen was mit. Wie gesagt, Stofffetzen kann man gerade am Anfang nicht genug haben. Ich glaube, der Links kriegt jetzt. Ja, jetzt hat er. Komm, schneller, 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 schneller. Oh, er charged. Alter, das hat tatsächlich gut wehgetan. Habe ich eigentlich Snickers? Jawohl, habe ich. Zieh ich mal runter schnell. Hallo? So. Ups. Und er charged nochmal. Und dreht sich. Aua. Nee. Wir essen erstmal. Da habe ich es jetzt doch ein bisschen zu weit gehen lassen. Hammer. Da habe ich mich jetzt tatsächlich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Das Snickers hätte ich mir auch sparen können. Egal. Wir leben ja noch. Schauen, vielleicht kriegen wir es ja in dieser Staffel mal hin, in der ersten Folge nicht zu sterben. LKW? Hallo? Komm mal her. Jawohl, er hat's. Und er kommt auch alleine. Schön, dann holen wir die beiden einzeln. Und lops. Du triffst mich also und ich treffe dich nicht. Das ist nur ein bisschen fies. So, und da ist der nächste. Okay, ich muss mir echt angewöhnen, wenn die ausholen, dass ich dann mal so ein bisschen zur Seite renne. Aber dann treffe ich sie halt auch nicht.
Noch ein Snickers? Peinlich. Na komm. Komm her. Jetzt haben wir dich. Bisschen wegziehen. Ja, das lief doch mal erstaunlich gut. Versuchen wir das doch mal zu wiederholen, 1:1. Sehr schön. Aua. Der hat mir zweimal eine gewatscht. Da hat er Argo gezogen. Bisschen zurückziehen und Attacke. Ja genau, renn mal weg. Wenn du nicht so viel Verstärkung rechts und links hättest, ne, dann wäre ich dir ja hinterhergelaufen. So, das Thema ist erledigt. Komm, den holen wir uns auch, wenn er Argo zieht. Hat er. Da ist gleich der nächste. Na, das war ja schon fast wieder peinlich. Na komm. Siehst schon so ein bisschen spooky aus. Aua. So, nehmen wir hier mal noch ein paar Baumstämme mit. Vorsichtig ums Eck gucken. Oh ja, da ist einiges. Also den nehmen wir. Oh, sind schon zwei. Ich laufe mal ein bisschen weiter weg. Gucken, ob wir noch ein bisschen was abhängen können wieder. Jetzt habe ich doch einiges gepult hier. Kurz hier das Auto aufmachen, Ausdauertanken in der Zeit. Wie es aussieht, kommt auch nur einer. Wenn überhaupt. Ach, das ist direkt so eine Schnelle. Up, Snickers. Okay, die anderen laufen immer noch in meine Richtung, auch wenn sie die Fährte verloren haben. Na komm, ich hatte gehofft, dass ich dich kaputt kriege hier mindestens noch schnell. Jawohl, hat geklappt. Oh, jetzt habe ich aus der Richtung noch Argo gezogen. Jetzt habe ich mich hier in eine sehr doofe Situation gebracht. Da ich hier auch irgendwie nicht mehr hochkomme, glaube ich. Doch vielleicht hier lang. Aber dann kommen die Zombies auch hoch. Ist aber nicht schlimm. Hier habe ich wenigstens die Möglichkeit wegzulaufen. Das hier ist auch eine schöne Fläche, ne? Relativ gerade alles. Nah an der Stadt. Vielleicht bauen wir auch hier. Da ist nur der eine. Wo sind wir? Von der Karte her. Oh. Umfallen, gute Frau. Ja, brüll mal rum. Hallo. Schön. So. Okay. Wir werden die erste Nacht hier aufbauen. Hier geht's runter. Doch, hier ist es schön flach. Hier machen wir das erstmal für die erste Nacht. So eine kleine Base. Vielleicht machen wir das dann nachher auch so, dass wir die Fallenbase woanders hinsetzen. So. Ein bisschen runter. Das sieht gut aus.
Bleiben wir da erstmal ein bisschen mal dran. Pendel will ja immer als erstes haben. Was fehlt uns jetzt? Baumstämme. Holen wir. Schon 14 Uhr. Wir haben nur noch ein Snickers. Wir müssen ansässig werden. Haben wir? Haben wir auch. Rums. Mal den Busch hier noch weg. Und dann bauen wir noch. So, also wir haben gesagt, wir wollen drei Fundamente für die Base haben. Die Baustruktur, wie ich sie bisher gemacht habe, werde ich auf jeden Fall beibehalten. So, drei Strukturen für die Base. Dann käme die Tür. Und dann käme als erstes das Pendel. Das heißt, wir sind jetzt hier auf einem Fundament, brauchen wir noch fürs Pendel. Und ja, auf normaler Schwierigkeitsstufe genügt das Pendel. Da wir aber jetzt eine Stufe höher sind, werde ich noch ein Fundament für den Kompressor mit reinsetzen. Kompressor heißt das Ding? Ja, Kompressor heißt das Ding. Genau, und dann kommt die Treppe. So, dann hauen wir hier noch ein paar Äste weg. Rums. Noch ein paar Äste. So, also nochmal gucken. Wir haben die drei Base. Oh, guck mal, ich habe es aus Versehen sogar falsch rum gemacht. Dann kann man viel besser abzählen. Das heißt, wir brauchen noch zwei Fundamente für Pendel und für Kompressor. Eins. Und es fehlen schon wieder Baumstämme. Ja. Nehmen wir den hier. So, Fundament. Jawohl. So, das haben wir. Dann kommt die Treppe. Dafür brauche ich auch wieder Baumstämme. Hacken wir direkt weg, was wir hier finden. Jawohl, haben wir. So, das müsste auch reichen. Treppe bauen. Sehr gut. So, als nächstes kommt eine Wand mit Tür. Dafür brauchen wir... Nee, kümmern wir noch. Dann kommt erstmal das Licht an und aus. Und die Karte kennen wir ja schon. Jetzt will er den Ausrüstungstisch. Was braucht den Ausrüstungstisch? Kleine Steine und noch einen Baumstamm. Baumstamm machen wir. Und Steine liegen, glaube ich, auch da vorne. Dass wir hier mal ein bisschen vorankommen. Stein. Nehmen wir den noch mit hier. Den noch mit. Achso, das sind Pilze. Gut, dann stellen wir hier direkt in die Mitte den Ausrüstungstisch hin. Noch mehr kleine Steine. Nope. Wir wollen die Steine. Nope. So, müsste aber reichen jetzt. Zombie ist natürlich auch gefährlich nah da vorne, ist aber nicht schlimm. So, Ausrüstungstisch. Ausrüstungsfertigungstisch heißt das gute Stück. Stellen wir hier hin. So, das hätten wir. Craft. Und jetzt können wir uns erstmal einen Bogen bauen und einen Speer bauen. Damit können wir besser kämpfen. Und ein paar Pfeile dazu. Bogen auf 3 und den Speer auf die 2. So, perfekt. Den Apfel können wir noch essen. Gut, als nächstes will er einen Schlafsack. Gucken wir mal, ob wir den hinbekommen. Jawohl, den setzen wir direkt davor, wie immer. Zack. Reveal Point ist fertig. Jetzt will er die kleine Falle. Kleine Tier. Stellen wir irgendwo hier hinten mal hin. Haben wir auch. Und jetzt will er schon den Forschungstisch. Bevor wir den bauen, müssen wir erstmal die anderen beiden Tische bauen. Das heißt, wir gehen mal hier rein. Dafür brauchen wir Holz und Felsbrocken. Und dafür brauchen wir Steine und Holz. Also ein paar Bäumchen hacken und so ein Steinchen weghacken.
Das machen wir schnell. Ich glaube, dann dürfen wir schon das erste Panel auch gleich bauen, wenn wir den Forschungstisch haben. Ein paar Bäume. Nehmen wir den nach hinten noch. Dann hauen wir noch einen Stein weg. Und dann sollten wir auch genug haben, um die beiden Tische aufzustellen. Wir haben es 15 Uhr. Gucken wir mal, ob wir noch einen Lootrun schaffen. Vernünftigen. 8. Hier. Den nehmen wir. Der steht uns eh gleich im Weg, glaube ich. 8 und 2 Fundamente muss ich noch aufstellen. Damit das überhaupt passt mit den drei Tischen. 3 Fundamente sogar. Machen wir das als erstes. Flor, Fundament, haben wir schon genug für 3. Ne, hacken wir noch einen Baum weg. Haben wir noch einen Dreier irgendwo? Du siehst aus wie ein Dreier. Dann machen wir den Baum noch und den hinter uns. Und dann sollten wir genug haben. Ne, war doch nur ein Zweier. Egal. Den noch weg. Na komm. Schönes Ding. Das war ein Dreier. Ach, da steckt noch der Stumpf davor. Hauen wir beides weg. Und dann geht's auch wirklich weiter. Machen wir heute wirklich mal eine ganz entspannte Baufolge. Cool. Der Stumpf hier unten leuchtet. Und den Baum dahinter habe ich gefällt. So, jetzt sollte es aber genügen. Also, Baum, Boden. Zack. Wie rum ich die setze, ist ja letzten Endes vollkommen egal. Ein Boden. Bitte was? Ranke. Das habe ich mir ja gedacht. Upp, besser. Jetzt. Ranken sind ja schnell gemacht. Dachte ich zumindest. Samen, Blätter, Äste. Da waren ein paar Ranken dabei. Hauen wir hier noch ein bisschen mal weg. So. Und weiter geht's. Mit den Fundamenten. Flor, Fundament. Low. So. Und dann bauen wir den Forschungstisch diesmal auf diese Seite. Gut. Dann geht's hier weiter. Materialverarbeitungstisch. Das wäre der erste. Der kommt hier hin. Dann brauchen wir für die Werkbank ein Holz, ein Brett. Ein Brett, ein Holz. Dann geht's damit direkt weiter. So. Haben wir das auch. Und für den Forschungstisch brauchen wir jetzt noch 2 Brett, 2 Holz, 4 Seile. 1, 2. 1, 2 und, was hat er gesagt, 4 Seile, ne? Fehlen die Ranken. Gucken wir nochmal. Utility, ne, geht schon. Sehr schön. Zieh ein bisschen vor. So, haben wir den auch aufgestellt. Jetzt will er das Pendel haben. Sehr schön. Pfeilmaschine habe ich bekommen. So, dann sollte das Pendel 1, 2, 3 genau hier jetzt genau draufstehen. Ist das schon? Pendel, was brauchen wir? 4 Bretter, 4 Holz, 5 Nägel und 10 Seile. Gucken wir als erstes die Seile nach. Würde ich hinbekommen, wenn ich die Ranken hätte. Nägel kriegen wir auch ohne Probleme hin. Gut, dann hacken wir nochmal Bäume. Da brauchen wir nämlich einige von. Und dann sollten wir das Pendel aufstellen dürfen. Und dann kommt auch die Tür. So, wir bekommen Besuch. Ich habe mir jetzt spontan überlegt, aufgrund dessen, dass die Folge doch sehr lang wird, so wie es aussieht, dass ich solche Sachen... Ja, Holzfarmen und Steine hacken und so weiter, was ich jetzt hier für den vorläufigen Base-Aufbau betreibe, dass ich das entweder cutte oder mit dem Turbo-Modus versehe. Es wird wahrscheinlich eine Mischung aus beidem.
So, jetzt hat der uns gestört beim Zusammenstellen der Ressourcen fürs Pendel. Ich denke, dass wir jetzt aber alles zusammenkriegen müssen. Das haben wir jetzt, fehlen nur noch die 10 Seile und zwar komplett. Gucken wir mal, ob wir die hinkriegen. Sieht gut aus. Also, Pendel. Wäre ein paar Sekunden später gekommen. Naja, ist wie es ist. So, da setzen wir das Jutestück jetzt hin. Und ich hab's falsch rumgesetzt, Leute. Ich hab's falsch rumgesetzt. Das ist doof. Das ist echt doof. Naja, gut. Ist wie es ist. Wenn ich das jetzt abbaue, nee, das kann ich mir im Moment nicht leisten. Wand mit Tür. 2 Bretter brauche ich noch. Kriege ich die noch gebastelt? Sieht gut aus. So, dann stellen wir jetzt die Wand mit Tür noch auf, dass ich auf jeden Fall hier beim Craften meine Ruhe habe. Ja, so ist gut. Kriegen wir das jetzt hin? Ja, das ist gut. So, als nächstes will er einen Kompressor. Dafür muss ich natürlich erstmal eine Feilenmaschine haben. Um eine Feilenmaschine zu bauen, muss ich erstmal an den Forschungstisch und muss die Feilenmaschine scannen. Das kann ich tatsächlich. Dann muss ich hier hin. Muss mal gucken. Nee, habe ich natürlich nichts. Für die Feilenmaschine brauche ich noch ein Zahnrad. Hammer. Ein Plastik. Hammer. Feilenmaschine wird gebaut. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, was der Kompressor noch braucht. Ein Holz, 4 Bretter. Ein Holz und noch 3 Bretter, also 3 Baumstämme. Dann brauchen wir noch 3 Nägel. Die kriegen wir hier vorne. 3 und 10 Seile. Brauchen wir noch ein paar Ranken. Gut, also Bäume und Ranken. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben alles zusammen für den Kompressor. Dann stellen wir den jetzt noch mit auf. Ja, der steht jetzt natürlich vorne dran. Aber ist wurscht. Wir müssen das eh nochmal alles abreißen nachher. Weil das Pendel ist falsch rum. Es soll jetzt eh erstmal nur eine vorläufige Base sein. Ziel ist es ja nachher, da zu dieser Schule rüberzukommen. So ein Ärgernis. Jetzt mache ich hier mein Fundament noch kaputt. So, was ich jetzt auf jeden Fall noch bauen möchte, ist die Kochstelle. Schauen wir mal, dürfen wir? Nee, fehlen Holz. Und was brauche ich für die Kochstelle? Cooking. Oder brauche ich gar nicht so viel Holz, da brauche ich nur kleine Steine. Also gehe ich jetzt noch einen Baum hacken und kleine Steine sammeln. So, da haben wir alles zusammen, was wir brauchen. Mache hier gerade noch den Weg frei. So, das müsste genügen. Bauen. Fundament. Zack. Und, oh, warte mal. Ja, den Stein mache ich nachher noch weg. Da doch ein bisschen Schiss, dass wir mir darüber dann nachher in die Base reinhüpfen können. So, Kompressor, Pendel steht. Genau, Kochstelle war jetzt das nächste. Cooking können wir auch direkt bauen. Sehr schön. So, haben wir das auch. Falle. Ist das die Falle? Die ist schon zu. Sehr schön. Können wir uns noch was kochen. Die ist wieder scharf. Sehr gut. So, was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist eine Kiste. Darf ich die auch schon bauen? Utility Lagerkiste. Nägel, Plastik, Brett. Das kriegen wir ja hin. Wollen wir mal, ob wir noch ein Fundament hinkriegen. Nee, ich muss noch Holz holen. Gut, dann craften wir einmal hier am Kochtisch das kleine Fleisch. Dass wir da noch was zu essen haben. Essen das auch direkt. Und dann sammle ich jetzt noch ein bisschen Holz. Das mache ich aber offscreen. Und dann werde ich in der nächsten Folge hier noch ein Fundament setzen, die Kiste draufstellen, mein Inventar leer machen. Da wir es erst 17 Uhr haben, hier alles fertig ist, werden wir tatsächlich noch versuchen, einen Lootrun für die Katana zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.